Ulrich Taffertshofer, herzlich willkommen beim VfL Osnabrück. Heute deine Vorstellung hinter dich gebracht. Was hat, als erste Frage, was hat den Ausschlag für dich gegeben, aus dem Voralpenland, aus dem Münchner Raum in die norddeutsche Tiefebene zum VfL Osnabrück zu kommen? Ja, also in erster Linie war es für mich dann nach 3 Jahren Haching Zeit, dass ich mich verändere. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung hier, hier in dem Stadion. Ich glaube, die Atmosphäre war immer gut, wo ich hier gespielt habe. Und wenn man das jetzt jedes Heimspiel hat, ist es umso schöner. Du kommst aus Haching als absoluter Leistungsträger, 34 von 38 Spielen gemacht, Vizekapitän gewesen. Auf was können sich die Fans hier in Osnabrück freuen? Was bringt Uli Taffertshofer mit nach Osnabrück? Ja, also ich glaube auf jeden Fall eine ganze Portion Leidenschaft, Kampfgeist. Ich versuche mich immer reinzuhauen, die Mitspieler mitzureißen und vielleicht auch das Publikum mitzureißen dann. Das hört sich gut an. Spitzname aus Unterhaching mitgebracht. Der Sheriff. Da erklär mal, was steckt denn hinter Sheriff? Das hat mit einem Eishockeyspieler vom EHC München zu tun, mit dem Steve Pinisotto. Der hat auch den Spitznamen Sheriff und ist bekannt für seine rüde Spielweise. Hatte, glaube ich, vorletzte Saison die meisten Strafminuten. Und unser Kapitän, der Josef Welzmüller, der hat mir den Spitznamen gegeben, weil es einfach gut zu mir gepasst hat. Also bist du auch so ein robuster Spieler? Ja, schon. Ich komme schon eher übers Körperliche. Okay, du kommst aus einer absolut fußballverrückten Familie, wenn man schon so sagen kann. Ihr seid 6 Brüder zu Hause, 2 Schwestern noch und alle spielen quasi Fußball. Wie kann man sich das zu Hause vorstellen? So lange spielen, bis einer weint oder wie lief das? Ja, also wo wir klein waren, Kinder waren, da haben wir zu Hause immer so lange gespielt, bis einer weint. So sage ich es zumindest immer. Bis auf der Älteste, auf den Ältesten spielt immer noch jeder Fußball. Man kann schon sagen, dass wir komplett aus einer Fußballfamilie kommen, ja. Und dann noch als letzte Frage, grundsätzlich deine Ziele mit dem VfL. Was hast du denn vorgenommen? Weil du weißt ja, die Mannschaft wird zur neuen Saison ein ganz anderes Gesicht bekommen wie in der vergangenen Saison, wie es du hier im Dezember nochmal erlebt hast, als du hier in der Bremer Brücke mit Unterhaching zu Gast warst. Wie sind so grundsätzlich, wie würdest du deine Ziele definieren für die neue Saison? Ja, ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen, dass man sich in der Mannschaft schnell findet, dass wir ein gutes Team werden. Für mich persönlich natürlich auch, dass ich mich schnell einlebe hier. Aber ich denke, wenn die Leistung dann auf dem Platz passt, dann ergibt sich alles andere auch. Und wenn die Fans hier vielleicht irgendwann mal sagen, der Sheriff von der Bremer Brücke, dann glaube ich, habe ich nicht so viel verkehrt gemacht und die Mannschaft dann auch nicht. Uli, vielen Dank für die ersten Worte. Wünschen viel Glück für den Start hier in Osnabrück. Danke.